Willkommen vor der großen Kirche in Leer. Mein Name ist Maike Böttcher, ich bin Mitglied des Kirchenrats der Reformierten Gemeinde. Draußen im Grünen beginnen wir unseren pfingstlichen Rundgang. Grün ist die Farbe des Mai. Grün ist die Hoffnung, so sagt man. Und grün ist auch die Farbe von Pfingsten. Mein Name ist Martin Heimbucher. Ich bin Kirchenpräsident der Reformierten Kirche hier mit Sitz in Leer. Zu Pfingsten machen wir einen ökumenischen Rundgang durch unsere Altstadt. Wir besuchen Gotteshäuser und machen uns auf die Suche nach den pfingstlichen Gaben des Geistes. Kommen Sie mit uns. Zuerst gehen wir zur ehemaligen jüdischen Schule, denn Pfingsten hat jüdische Wurzeln. Die Pfingstgeschichte spielt an Schavuot, dem jüdischen Wochenfest. Schavuot, da pilgerten die Leute aus dem Umland auch von weiter her nach Jerusalem. Und es war genau 7 Wochen, 50 Tage nach dem Pessachfest, nach Passa. Deswegen liegt auch unser Pfingstfest 50 Tage nach Ostern. Das hier ist die ehemalige jüdische Schule. Sie ist heute ein Ort des Gedenkens, ein Ort des Lernens und ein Ort der Begegnung. Hier treffen wir jetzt Susanne Bracht, die Leiterin der Einrichtung, und Baruch Czauskin, den Kantor der jüdischen Gemeinde Osnabrück. Hier in diesem Haus sind jüdische Jungen und Mädchen knapp 3 Jahrzehnte zur Schule gegangen. Diese jüdischen Jungen und Mädchen gehörten zur Synagogengemeinde hier in der Nachbarschaft und wurden hier unterrichtet in allgemeinbildenden Fächern und religionsbezogenen Fächern. Bis 1939 war das noch möglich. Danach wurde diese Schule geschlossen, zwangsweise geschlossen und verkauft. Davor wurde 1938 die Synagoge niedergebrannt. Der Lebensraum für jüdische Bevölkerung hier in Leer wurde sukzessiv eingegrenzt durch die nationalsozialistische Ausgrenzungspolitik. Heute, in diesem Jahr 2020, wird die jüdische Schule 7 Jahre alt und sie ist eine Gedenk- und Begegnungsstätte. Die Themen dieser Einrichtung sind zum einen Sonderausstellung und Ausstellung über jüdisches Leben, über die Geschichte jüdischen Lebens, und Themen der Aktualität über jüdische Gegenwart, nicht in Ostfriesland, weil hier gibt es keine jüdische Gemeinde mehr, aber rundum und in Deutschland. Das haben wir uns zur Aufgabe gestellt. Ich freue mich, dass Herr Czauskin heute nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast ist. Und Sie in Ihrer Gemeinde feiern bald ein Fest. Da wünschen Sie sich Chag Shavuot Sameach. Was bedeutet das und was feiern Sie da? Shavuot ist nicht nur ein hoher Feiertag, an dem Arbeit ruht und die Menschen fröhlich sein sollen, sondern es ist auch ein Fest, das der religiösen Bildung geweiht ist. Denn zu dieser Zeit wird viel aus der Tora gelesen. Und ein alter Ausspruch der Weisen lautet: Je mehr Tora, umso mehr Leben. Je mehr Lernen, umso mehr Weisheit. Shavuot hat mehrere Bräuche. Das Essen von Milchspeisen. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und hier herausführe aus dem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Exodus 3,8. Eretz Zavat Halaf Udvash. Milchspeisen sind ein Symbol des Geschehens an Berg Sinai. Der numerische Wert des Wortes Chalav, Milch, ist 40.
Und Moses musste 40 Tage am Berg Sinai warten, bevor er die Tora empfing. Sie feiern in dieser Woche Shavuot mit der Gemeinde. Was singen Sie da typischerweise für Lieder? Ich singe in der Gemeinde mehrere Gebete und eine von der Hallel-Gebet, die Psalmen. Meki mi me afardon me ashpavot yarim yarim evyon leo shivi im nedivi Ibne Divay, Ibne Divay, Amon, Moshi. Moshivi akeret abayit. Moshivi akeret abayit. Emma banim semecha. Emma banim semecha. Emma banim semecha. Halleluja. Lassen Sie uns einmal auf den Text dieses Pfingstliedes hören. Gib dem Glauben Kraft und Halt, Heiliger Geist, und komme bald mit den Gaben siebenfalt. Mit den Gaben siebenfalt. Was ist das denn für eine merkwürdige Zeile? Ja, das kommt in vielen alten Pfingstliedern vor. Siebenfältig, also siebenfach sind die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Mich hat diese Siebenzahl auch neugierig gemacht. Wo kommt sie her? Antwort heißt auch hier aus der Wurzel, aus der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament. Schauen Sie doch bitte mal nach. Prophet Jesaja, Kapitel 11. Und aus dem Baumstumpf Isais wird ein Schößling hervorgehen. Und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist des Wissens und der Furcht des Herrn. Und er wird die Furcht des Herrn atmen. Ist Ihnen das aufgefallen? Die Gaben des Geistes werden wir hier immer in Wortpaaren vorgestellt. Weisheit und Einsicht, Rat und Kraft. Wissen und Gottesfurcht, das ist biblisch-jüdische Denkweise. Die Wirklichkeit ist nicht so einfach zu erfassen und schon gar nicht die Wirklichkeit Gottes. Es braucht
mindestens immer zwei Begriffe, um zu sagen, was man meint, um es zu umschreiben. Und beim Geist Gottes braucht es sieben Worte. Mindestens. Von der Weisheit und Einsicht, wie Gott sie in der Tora schenkt, haben wir gerade schon in der ehemaligen jüdischen Schule gehört. Jetzt bin ich gespannt, was wir in unserer katholischen Nachbargemeinde erfahren, in St. Michael. Sie gehört zu der Pfarrei in Leer, die nach Hermann Lange benannt ist, einem der Lübecker Märtyrer von 1943. Hallo in der Kirche St. Michael. Betritt man die Kirche durch den Seiteneingang, so kommt man an diesen Gedenkort. Hier begegnen wir den Märtyrern, neben dem evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink und den katholischen Geistlichen Johannes Prasek und Eduard Müller, denken wir an die beiden Leraner Märtyrer Hermann Lange und Heinrich Schniers. Sie wurden umgebracht, weil sie in ihren Gemeinden die Verbrechen der Nationalsozialisten angeprangert haben. Rat und Kraft. Diese Gaben des Heiligen Geistes wollen wir Ihnen vorstellen. Rat und Kraft wird auch im Leben der Märtyrer deutlich. Kraft schöpften sie aus ihrer Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet, sich gegenseitig zu respektieren, zu achten und wertzuschätzen. So sagte Heinrich Schniers über Hermann Lange. Hermann Lange erfreute sich in der Gemeinde größter Wertschätzung. Und Hermann Lange schrieb in einem Brief über Heinrich Schniers: Pfarrer Schniers hat euch auch verlassen müssen. Ich muss oft an ihn denken. Ihre Gemeinschaft gab ihnen Kraft. Zugegeben, manchmal erscheint diese Kraft nicht stark, sondern eher schwach. Andrea Riccardo, Gründer der Gemeinschaft San Egidio, schreibt über die schwache Kraft der Märtyrer. Die Kirchen besitzen eine spezifische Kraft, nämlich jene des gelebten Glaubens im Zustand der Schwäche. Es ist eine schwache Kraft, um einen Ausdruck zu verwenden, der mir lieb ist. Diese Kraft wurde von den christlichen Märtyrern des letzten Jahrhunderts bewiesen. Rat haben die Märtyrer aus der Heiligen Schrift erhalten. Bischof Franz Josef Bode schenkte unserer Gemeinde zur Wiedereröffnung der Kirche 2015 eine Kopie des Neuen Testamentes, das Hermann Lange stets bei sich getragen hat. Handschriftliche Notizen, Hervorhebungen und Anmerkungen finden sich auf vielen Seiten. Eindeutig, sein Ratgeber war die Heilige Schrift. Ebenso ist es bei Heinrich Schniers. Ein Wort hat es ihm besonders angetan. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und wie sieht es heute aus mit Rat und Kraft? Kraft schöpfen wir aus der Gemeinschaft, unserer Gemeinden. Wir versammeln uns, zurzeit natürlich anders als sonst. Im Miteinander wird dann Gottes Geist lebendig und schenkt Kraft, manchmal auch als schwache Kraft, aber immer ermutigend. Und Rat schenkt uns auch heute die Heilige Schrift. Ein Wort, das mir in den letzten Jahren wichtig geworden ist, steht im Neuen Testament im Kolosserbrief im 4. Kapitel. Dort heißt es: Lasst nicht nach im Beten, seid aber wachsam und dankbar. Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden, nutzt die Zeit. Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt. Denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können.
Und für mich ist ein Wort aus dem ersten Petrusbrief bedeutsam geworden. Es setzt an mit einem Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann betont es die Chance auf einen Neuanfang, der immer möglich ist. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, frohe Pfingsten und Gottes reichen Segen. So, hier sind wir vor der Mennonitenkirche. Im 16. Jahrhundert kamen die Mennoniten als Glaubensflüchtlinge hier nach Leer und in andere Städte Ostfriesland. Da haben sie Gemeinden gegründet, haben Industrie und Handwerk aufgebaut. Es waren Leineweber vor allen Dingen, die Leer dann über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu einem Zentrum der Leinenproduktion gemacht haben. Diese Kirche hier ist von 1825, Goethezeit, Klassizismus. Von außen sehr schlicht, von innen wunderschön. Gehen wir rein. Ein Ginkgo-Zweig, ganz schwer nur zum Wurzeln zu bringen. Er stammt aus dem Garten hinter der Mennonitenkirche in Emden, 50 Jahre alt. Goethe hat den Ginkgo beschrieben mit seinem geteilten Blatt. Seit Hiroshima vor 75 Jahren ist er ein Zeichen des Friedens geworden. Es soll ein Ginkgo gewesen sein, der als erster nach der Katastrophe wieder ausgetrieben und gegrünt haben soll. Das halbgeteilte Blatt des Ginkgo, Zeichen für die Zerrissenheit der Menschen, Zeichen für die Zerrissenheit von Völkern und Religionen und Konfessionen. Werden sie auseinandergerissen oder wachsen sie zusammen? Wir hier in Leer nach Jahrhunderten der Trennung, wir wachsen wieder zusammen. Wir erleben das. In der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Leer arbeitet seit einigen Jahren auch die christlich-jüdische Gesellschaft mit. Das ist bei uns auch die ganz große ökumenische Frage, die da lebendig ist, die Zusammengehörigkeit von Christen und Juden. Wir Mennoniten wissen im Übrigen auch, aus unserer eigenen Geschichte, was es heißt, einer Minderheit anzugehören und Verfolgung zu ertragen. Nicht zuletzt daraus rührt das Engagement für Frieden. Aber wir sind nicht den Umständen der Zeit ausgeliefert. Immer steht da vor uns das Bild der Verheißung, die der Prophet Jesaja seinem Volk ins Herz gepflanzt hat. Es wird ein Schössling hervorgehen. Es wird ein Schössling hervorgehen. Ganz klein ist er nur. Nur ein Spross. Der Stumpf daneben, mächtig, ein abgehauener Baum ohne Leben. Aber da drängt sich aus dem scheinbar toten Stamm ein kleiner grüner Schössling ins Freie. Leben, es ist doch da. Wo es Menschen auseinanderreißt, da wachsen auch Gaben und Kräfte wieder zusammenzufügen und Frieden wachsen zu lassen. Jesaja nennt zwei dieser Gaben des Geistes, die wir manchmal als Gegensätze verstehen, Wissen und Gottesfurcht. Aber die beiden gehören zusammen. Ganz klein ist er, ein Schössling nur, ein kleiner Zweig. Und er wird wachsen, austreiben, leben. Ein prophetisches Bild der Hoffnung für uns mitten in der Zeit. Den gebe ich Ihnen mit.
3x2, also 6 Gaben, haben wir jetzt eingesammelt auf unserem ökumenischen Lehrpfad. Aber was ist die 7. Gabe? Ja, das ist ein kleines Rätsel in der Bibel. Die 7. Gabe, da wird der 6. Begriff nochmal wiederholt. Furcht Gottes, Yirat Yahweh, Yirat Adonai. Aber es wird nicht einfach wiederholt, sondern wörtlich übersetzt heißt es dann, er wird die Furcht Gottes atmen. So nah kommt mir das, was hier mit Gottesfurcht übersetzt ist, vielleicht gar nicht so gut und modern übersetzt ist. Wir würden mehr von Respekt sprechen, von Hochachtung. Wenn ich Gottes Hochachtung gewissermaßen einatme, in mich aufnehme, dann ist für mich die richtige Übersetzung Vertrauen. Vertrauen, das ist vielleicht die wichtigste Ressource, die wir in dieser Zeit brauchen. Im privaten Leben und im Geschäftsleben ist es das A und O, dass wir einander vertrauen. Und auch in der Öffentlichkeit und in der Politik ist es eine Frage, wem kann ich vertrauen? Und kann ich darauf vertrauen, dass der andere die Wahrheit sagt? Vertrauen ist ein kostbares und zerbrechliches Gut. Es ist schnell zerstört und es ist sehr schwer wieder aufzubauen, das Vertrauen. Wenn Vertrauen eine pfingstliche Gabe des Geistes Gottes ist, dann heißt das für mich, ich kann immer wieder neu schöpfen aus dieser Gabe des Vertrauens, die Gott mir schenkt. Es ist das Gottvertrauen, es ist das Vertrauen in andere Menschen und es ist auch mein Selbstvertrauen. Auch nach diesem gottesdienstlichen Rundgang zu Pfingsten möchten wir eine Kollekte einsammeln. Unser Kirchenrat freut sich über Spenden für die Tafel in Leer. Zu Beginn der Corona-Krise hat die Tafel ihre Arbeit einstellen müssen. Mittlerweile gibt sie wieder Lebensmittel an Hilfsbedürftige heraus. Diese Arbeit wollen wir gerne unterstützen. Denn gerade in Krisenzeiten leiden Hilfsbedürftige doppelt und dreifach in ihrer Not. Gott, der Herr, segne uns und behüte uns. Gott, der Herr, lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Musik.